Hallo YouTube! In Ermangelung einer sinnvollen Einleitung für dieses Video verzichte ich auf jegliche klugen Sätze zum Beginn dieses Videos und sage einfach nur willkommen bei des Zockers Füllern! Oh, das Intro hat was, ne? Also, heute geht's ordentlich auf die Fresse. Ich habe mir nämlich ein paar alte Beat'em-ups angeschaut. Und ich rede davon einer Zeit, bevor es Hochglanzblut in hochauflösenden Bluttexturen gespritzt hat und bevor man fürs Genickbrechen des Gegners noch ein Achievement bekommen hätte. Aber was sage ich denn? Schauen wir doch einfach mal rein. Master Karateka für den Game Boy. Ich bewundere normalerweise die Arbeit von Broderbund. Sie haben oft innovative Ideen umgesetzt und mal was gewagt, und oft genug haben sie damit gewonnen, auch mit Karateka. Und ja, ich weiß, dass es gerade in Sachen Flüssigkeit und grafischer Darstellung ein Vorreiter für gute Spiele war. Das ist auch der Grund, weshalb ich dieses Spiel nicht in Grund und Boden ranten werde. Aber ich finde es langweilig. Es gibt kaum Abwechslung, Strategie ist wenig bis gar nicht nötig, die wenigen Items, die zum Einsatz kommen, spielen kaum eine Rolle, und dann gibt's da immer diesen Typen. Diesen unausstehlichen Typen, den man nur einmal im Schaltjahr mit einem riesen Arsch voll Glück besiegen kann. Ich erkenne die Verdienste der C64-Vorlage an, aber meiner Meinung nach ist es trotzdem ein saulangweiliges Spiel. Ähnlich, aber ein klein wenig weiterentwickelt ist Ninja Rabbids. Auch dieses Spiel wurde ursprünglich für den C64 entwickelt und erschien auch später für DOS. Die entsprechende Version sehen wir hier. Als Karatehase kämpft man seinen Weg rund um die Welt und verkloppt fiese Schergen, die scheinbar nur Schlange stehen, darauf warten, endlich ihre Visage zurechtgekrempelt zu bekommen. Next up. Das Problem an dem Spiel ist mitunter der Schwierigkeitsgrad. Manchmal muss man gleichzeitig fallenden Gegenständen, nahezu unsichtbaren Geschossen, Flugdrachen und gegnerischen Schlägen ausweichen. Multitasking-fähige an die Macht, die etwas lahme Steuerung tut da ihr Übriges. Aber worüber beklage ich mich? Damals war es wohl noch nicht üblich, vom Spieler zu erwarten, dass er das Spiel komplett schafft. Eher, dass er so weit wie möglich kommt und einen möglichst hohen Highscore erzielt. Die Stärken des Spiels liegen klar im Leveldesign. Die Grafik ist schön, die Animation relativ flüssig. Es macht sogar etwas Spaß. Aber nur etwas. Zum Ausprobieren sicher nicht verkehrt, aber zum Dauerspielen lädt es meiner Meinung nach nicht ein. Ein Dauerbrenner ist dafür die Virtua Fighter Serie, wobei wir es hier mit einer ganz anderen Gattung Spiel zu tun haben. Ursprünglich für Arcade-Hallen entwickelt, kam das Spiel wenig später auch für den PC heraus. Die zahlreichen Nachfolger erschienen zudem auch auf den gängigen Konsolen der Ära. Vielleicht muss man das Spiel am Automaten gezockt haben, auf dem PC wurde ich nie damit warm. Einerseits, weil ich die Steuerung kompliziert fand, andererseits, weil mir die Charaktere sehr lieblos vorkamen. In anderen Beat'em-ups wie Mortal Kombat, Street Fighter und so weiter hatten die alle eine Persönlichkeit. Hier sind's komische 3D-Klötze. Und hier ist das nächste Problem, die Grafik sieht altbacken aus. Etwas, das ich über sehr wenige 2D-Beat'em-ups sagen würde. Aber es musste ja 3D sein. Gut, das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema, aber wie dem auch sei, das Spiel konnte mich nicht packen und richtig gespielt habe ich es ehrlich gesagt nie. Ich will das Spiel eigentlich nicht schlecht reden, aber ich denke, es gehört sehr viel eher in eine Spielhalle oder eine Konsole vielleicht noch, aber nicht auf dem PC. Ein ähnliches Spiel ist Battle Arena Toshinden. Auch hier sind wir in der dritten Dimension, aber das Charakter- und Ringdesign gefällt mir hier um einiges besser. Es entsteht sogar sowas Ähnliches wie Atmosphäre. Mit der Steuerung kommt man gut zurecht und der Schwierigkeitsgrad dürfte den Ehrgeiz des Spielers auf jeden Fall wecken. Natürlich sieht diese schlechte 3D-Grafik um einiges schlampiger aus als eine gute 2D-Grafik. In dem Fall kann ich aber noch halbwegs darüber hinwegsehen, da zumindest viel Mühe, gerade auch in den Posen und Bewegungsabläufen zu erkennen ist. Die Soundkulisse ist auch sehr schön, aber schreien die Charaktere im Alltag auch so rum? Nikam! Haruso! Boyabeuta! Toshinden kam recht gut an und wie auch Virtua Fighter zog es einige Nachfolger nach sich, die es auch auf alle Konsolen der jeweiligen Ära schafften. Sicher nicht der große Meilenstein, aber trotzdem ein Meilenstein. Habt ihr jetzt Rise of the Robots erwartet? Nee, das gibt's nicht. Aber in One Must Fall 2097 geht's auch um Roboterkämpfe.
Nur ist das hier echt gut umgesetzt. Als Kämpfer schlüpft man in einen von 10 Roboteranzügen und gibt seinem Gegenüber Saures. Die Wahl des Kämpfers hat nur wenig Einfluss, allerdings hat jeder Charakter seine gewisse Taktik, die je nach Roboter wieder variieren kann. Der Schwierigkeitsgrad ist gut anpassbar und da sollte für jeden was dabei sein. Besonders toll ist der Turniermodus. Hier muss man neben dem üblichen Geprügel seinen Roboter aufmotzen, Trainingskurse absolvieren oder einen neuen Roboter kaufen. One Must Fall ist meiner Meinung nach ein stark unterschätzter Titel unter den 2D-Beat'em-ups. Das Spiel ist rasant, actionreich, umfangreich und mit sehr viel Liebe zum Detail gefertigt. Wer einen großen Hass auf Rise of the Robots hat, dem sei dieses Spiel ganz besonders ans Herz gelegt, auf das er oder sie sieht, es geht ja doch. Ein unheimlich guter, sehr spaßbringender Titel, den ich einfach immer wieder gerne auspacke. Tja, das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, ihr müsstet nicht zu sehr einstecken. Also dann versorgt mal eure Wunden, hebt euch so ein rohes Schnitzel aufs Auge, wenn es ein bisschen anschwillt. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Dann gibt's endlich mal RPGs. Bis dann. Tschüss.